geht jetzt nach Venedig. Wir haben endlich mal einen Zug mit Platzreservierung. Wir haben einen Viererplatz, wir haben einen Tisch. Also alles super. Wir waren vorher noch mal im Supermarkt und ich wollte mir eigentlich ein Brot mit Schinken holen. Gut, jetzt habe ich Schinken mit ein bisschen Brot bekommen, aber ich mag Schinken, deshalb ist das okay. So, wir sind jetzt gerade in Venedig angekommen und ich muss sagen, ich bin ein bisschen empört. Schaut euch das an, normale Straße, normales Gebäude, nichts hier Gondola, Gondola. Also zurzeit bin ich wirklich enttäuscht. Wir laufen jetzt bestimmt schon 2 oder 3 Minuten hier rum und ich habe noch keine einzige Pizzeria oder Eisdiele gesehen. Was ist los mit dir, Italien? Was ist los? Wir sind jetzt in unserem Bed and Breakfast angekommen, was ein bisschen außerhalb liegt. Also um wirklich in das Zentrum zu kommen, müssen wir ein bisschen laufen bzw. den Bus nehmen. Es ist bis jetzt, sage ich mal, die interessanteste Unterkunft, die wir hatten. Thies und ich pennen da. Marc pennt da. Unser Bett ist ein bisschen wackelig. Komm mal. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da penne oder auf dem Boden. Auch hier der Vorhang hat ein paar nette Bommeleien. Es ist alles so ein bisschen orientalisch inspiriert. Wir sitzen hier gerade mitten im Bus und haben irgendwie keine Ahnung, ob wir gerade überhaupt in die richtige Richtung fahren oder nicht. Und wir lassen uns jetzt einfach überraschen, wo wir rauskommen. Das sieht schon eher nach Venedig aus. Wir sind jetzt über eine lange, lange Brücke gefahren, sind jetzt hier angekommen und wie man schon im Hintergrund sieht, viele alte Häuser, viele Kanäle und ach, Grachten. Wir sitzen jetzt hier mitten in Venedig und haben ein Restaurant gefunden. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, nicht mitten in Venedig essen zu gehen. Aber jetzt haben wir uns entschieden, muss man ja wohl einmal mitmachen. Die Pizzeria hat eigentlich noch recht annehmbare Preise. Und wir haben einen Free Drink. Du hast... Ja, das ist doch im Prinzip das Gleiche. Hallo! Wir sind jetzt fertig mit Pizza essen, das war wirklich sehr lecker. Und jetzt gehen wir noch Richtung Hafen, weil Marc die AIDA sehen will, die da geparkt hat. Zwei AIDA. Zwei AIDEN. AIDEN oder. Sind wir leider nicht an die AIDEN rangekommen, aber es war trotzdem beeindruckend zu sehen, wie groß die Dinger so sind. Und jetzt laufen wir einfach nur noch ein bisschen durch Venedig. Jeder gute Supermarkt braucht mindestens 1 Meter Pringles. Wie geil ist das denn? Es ist ein schöner sonniger Dienstagmorgen und wir suchen uns jetzt was zu frühstücken, vielleicht eine Pizza oder Nudeln. Mal schauen. Und danach geht es direkt wieder rüber auf die Insel. So, wir waren jetzt im Supermarkt und haben uns Frühstück geholt. Die beiden haben sich ein
Kebab-Sandwich geholt. Warum nicht? Warum nicht? Und ich habe mir so Schoko-Croissants geholt, beziehungsweise die bekommen natürlich auch was davon ab, aber ich hatte nicht so großen Hunger. Bustickets in Italien zu bekommen ist gar nicht mal so leicht, wie man denkt, denn der Tabakshop, in dem es normalerweise Tickets gibt, hatte heute geschlossen und dann sind wir in einen anderen Laden reingegangen, der so aussah, als könnte er eventuell Tickets verkaufen. Die haben uns aber zu einer Eisdiele weitergeschickt. Dort haben die aber behauptet, sie hätten überhaupt keine Tickets und die haben uns dann letztendlich zu einem Weinladen weitergeschickt und in diesem Weinladen gab es dann Tickets. Komisch, aber ist so. Jetzt sind wir auch wieder auf der Insel. Schwer erkennen kann, hier hinter uns ist das Meer. Nachdem wir einmal quer durch Venedig durchgelaufen sind, durch viele enge Gassen, durch viele leere Gassen, sehr schöne Gassen, sind wir jetzt hier angekommen und es sieht wirklich ganz beeindruckend aus. Wir haben uns gerade hier irgendwie ein bisschen verlaufen. Wir wollen zurück ins Zentrum, aber jede Gasse, in die wir reingehen, ist im Endeffekt eine Sackgasse. Oder zumindest... Das ist schon wieder eine Sackgasse. Oder kommt man da... Ah nee, man kommt da noch rechts durch. Zumindest, wir wollen ins Zentrum, wir schaffen es nicht. Hoffentlich überleben wir das. Das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge. Spaß, es gibt keine nächste Folge. Ihr erfahrt das noch in diesem Video. Wir haben es geschafft. Wir sind über die Brücke gekommen. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite des Flusses in einer Gasse und wir haben eine Eisdiele gefunden. Und in diese Eisdiele gehen wir jetzt rein. Und vielleicht kaufen wir uns sogar ein Eis. Leute, Ananas-Eis ist der Shit. Also ist auch gut. Zieht euch mal diese Aussicht an. Da wir nicht schon wieder essen gehen wollen, betreten wir jetzt gleich den Supermarkt unseres Vertrauens, denn da waren wir schon zweimal drin, und machen uns dann in unserem Bed and Breakfast selber was zu essen. Zurück im Apartment, wir haben jetzt ein bisschen Zeug gekauft und werden das jetzt noch essen. Wir haben leider keinen Backofen, deswegen nehmen wir die Mikrowelle. Grüße gehen raus an Mama und Papa, von denen ich das habe. Denn das ist voll das Geheimrezept und das, wie schon mit den Nudeln und Tomatensauce, das kann wirklich nicht jeder. Also Thies und meine köcherischen Fähigkeiten. Köcherisch? Ja, köcherisch. Viele Leute fragen sich natürlich, was macht Marc die ganze Zeit, während wir kochen. Seht ihn euch an den faulen Sack, wie ihr hier sitzt, werdet wir beiden kochen. Er genießt die Aussicht. Das Schlimme ist, ich kann ihn noch nicht mal einsperren. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber man kann die Tür nicht zumachen, die Balkontür, weil die Schlösser abgemacht sind. Das bedeutet,
Man kann die Tür nur anlehnen. Uwe! Manfred! Essen komme! Das schmeckt tatsächlich gut, obwohl es in der Mikrowelle gemacht wurde. Sehr schön. So, und wer jetzt immer noch denkt, Venezia wäre bloß eine Eisdiele in der Schwerter Fußgängerzone, der hat sich getäuscht. Ihr habt gesehen, was da alles hintersteckt. Venezia ist eine voll schöne Stadt. Ich würde trotzdem nicht wiederkommen, weil irgendwie war mir das alles zu verwinkelt. Und ich schon. Ja, das ist schön. Thies kommt wieder. Ich wahrscheinlich eher nicht, aber es war trotzdem ein sehr schönes Erlebnis. Wir sehen uns als nächstes in Rom wieder. Tschüss. Wiederkommen. Jetzt bleibt natürlich nur noch die Frage, wer spült. Ich bin dafür, dass wir abstimmen. Marc?